Frau sein nervt so hart, ey. Oder so, so ein anderes dusseliges Kleidungsstück. BHs. Vor allen Dingen BHs mit Bügeln. Tragt ihr BHs mit Bügeln? Für alle, die es nicht kennen, Frauen-BHs haben manchmal hier unten so Bügel. Das sind so aus Metall oder Plastik. Das ist quasi unser Kampf gegen die Schwerkraft. So. Und die haben alle was gemeinsam. Die brechen unglaublich gerne weg. Die brechen hier unten und bohren sich dann von unten direkt ins Herz. Oh, oder noch viel lieber kommen die hier oben so raus. Wie so eine scheiß Antenne. Sodass du jetzt aussiehst wie der schlechteste Geheimagent der Welt. Und wenn das passiert, sagt ja auch niemals jemand was. Niemals. Du gehst als Frau morgens raus, stehst vorm Spiegel, denkst so, gorgeous. 2 Minuten draußen, das Ding so, frrr. Und ab dem Moment sagt keiner was. Und wenn jemand was sagt, dann ist es immer so ein Dieter, der dann ankommt und sagt, ja, also wenn der schon rausguckt, dann zieh den doch raus. Und ich denke mal so, ja, du Experte, dann ist der aber drin und der draußen und die beiden so. Aber ich würde so gerne mal diese ganzen Kram lassen. Ich würde so gerne mal auf ein Date gehen und sagen, so, pass auf, ich bin echt nicht perfekt, wie du siehst, so. Aber wir kriegen das schon hin, weil Persönlichkeit ist in Ordnung und mein Job ist super, ja? Also können wir schon machen. Und dann kommst du mal aufs Date, nicht wie dieser ganze Scheiß, den du im Hinterkopf hast, der dich gerade als Frau immer dazu nötigt, das Gefühl zu haben, dass du nicht langst. Frauen haben häufig das Gefühl, nicht zu reichen. Also so, wie sie sind, nicht zu reichen. Weil sie nicht schön genug sind, nicht schlank genug sind, nicht jung genug sind, nicht fit genug sind. Nicht die Besten in dies oder die Besten in das. Und das versuchen wir zu kaschieren. Mit Shapewear, Make-up, das und so weiter. Und verstellen uns so lange, bis wir mit uns selbst wenig gemeinsam haben, aber unbedingt gefallen wollen. Und ich würde das mal so gerne nicht tun. Ich würde so gerne mal auf ein Date gehen, wie man als Frau wirklich aussieht auf einem Samstagabend wie heute. Ja, so deinen schönsten Jogginganzug seit 2 Wochen nicht gewaschen, oh, Haare hochgeschickt zu so einem Dutt und dann hast du so einen Becher Eis im Arm, kommst an, setzt dich hin und sagst so, das ist das, was du übrigens bekommst. Ja. Ja, das wäre so schön. Ich bin ja jetzt 40 geworden, mir läuft ja irgendwann die Zeit davon. Und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ich mache das. Ich gehe einfach mal auf ein Date, so wie ich aussehe, so wie ich bin, und erzähle dem einfach die übelste und, wie ich gleichzeitig finde, witzigste Geschichte, die ich jemals erlebt habe. Und wenn er dann sagt, oh, das ist mir zu krass, das will ich nicht, oder weiter, next. Und wenn er dann lacht, behalte ich ihn. Folgendes Szenario. Die Geschichte, die jetzt kommt, stimmt. Beerdigung. Meine Tante ist gestorben. Nicht weiter dramatisch. Wir hatten nicht sonderlich viel gemeinsam, bis auf die Figur. Das bedeutet, sie war ein bisschen kleiner als ich, dafür ein bisschen breiter. Die Information ist wichtig für gleich. Bitte merken. So. Wir kommen auf diese Beerdigung. Wir bedeutet mein Vater, meine Mutter, meine kleine Schwester und ich. Wir kommen rein. Es sieht aus, wie es immer aussieht. In der Mitte ein Gang. Links und rechts sind so Bänke. Vorne steht der Sarg, Blumen drumherum. Dahinter ein Kreuz. Links daneben der Pastor an der Kanzel. Wir kommen also rein. Vorne links ich. Rechts neben mir meine kleine Schwester. Dahinter meine Mutter. Hinter mir mein Vater. Ich gucke auf diesen Sarg. Der steht da so. Wie ich gerade gesagt habe, hatten wir ungefähr die gleiche Figur. Ja, also, der Sarg steht da so. Ich komme rein, guck auf den Sarg, meine Schwester guckt auf mich und sagt, wenn du auch nur einen Satz sagst, bist du tot. Meine Mutter fängt an zu zischeln. Ich will gerade was sagen. In dem Moment höre ich, wie es hinter meiner linken Schulter einmal tief einatmet und mein Vater durch die komplette Kapelle brüllt: Im Leben liegt die da nicht drin! Und ab dem Moment hörte er nicht mehr damit auf. Wir gehen 3 Schritte weiter. Er so, ja, keine Ahnung, nicht mal, wenn die auf der Seite liegt, das kriegst du doch nicht zu. Wir gehen weiter, er stupst mich an, meint so, weiß ich nicht, vielleicht müssten wir mal das Volumen rausrechnen.
eventuell, wenn wir sie pürieren, können wir sie reingießen. Wir setzen es in die Bank, meine Mutter schon völlig am Ende, mein Vater so, wenn wir sie in Scheiben schneiden, könnten wir sie stapeln. So, es hört ja nicht auf, rechts eine Frau aus der Bank, so, entschuldigen Sie bitte, was ist denn hier los? Mein Vater so, die ist nicht auf ihre eigene Beerdigung gekommen, das würden Sie sich mal vorstellen. Er zu meiner Mutter so, sag mal, hast du Blumen mitgebracht? Meine Mutter so, klar, also nimm die wieder mit, die ist gar nicht da. 1,5 Stunden hört er nicht mehr damit auf. Ja? Vielleicht, wenn wir sie kleine raspeln, vorher einfrieren. Unglaublich. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie es aussieht, wenn ein Pastor versucht, sich bei einer Trauerrede nicht vor Lachen zu bepissen. So, und am Ende dieser ganzen Sache stehen dann ja immer alle auf, gehen zum Sarg, verabschieden sich nochmal so in Zweiergruppen, so. Und es ist nicht alle, wie sie da waren, immer nach vorne so. Wo die wohl ist, oder? Dann war es vorbei, wir sind rausgegangen, 20 Minuten Handgemenge. Dann sind wir nach Hause gefahren, habe ich meine Mutter davon überzeugt, dass sie sich nicht von meinem Vater scheiden lässt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen. Und dann meine ich so, Papa, pass auf, genau mein mieser Humor, ja? Aber Alter, bist du ein Arschloch. Und mein Vater so, ja und? Sie haben doch gelacht, oder? Meine ich, ja, schon. Aber hast du nicht Angst, dass sie uns nie wieder einladen irgendwohin? Spoiler, tun sie nicht. Und er so, nein, habe ich nicht. Also manchmal ist es wichtiger, in schlimmen und schlechten Situationen jemanden zum Lachen zu bringen, auch wenn du dich selber damit zum Arschloch machst, als auf Teufel komm raus zu gefallen.